Hallo zusammen, ich freue mich, euch heute mein neues Auto-Review zeigen zu können. Diesmal für diesen Audi Handler Sportler der Baureihe 8VA. Ihr könnt mir auch gerne folgen auf Facebook, wenn ihr mögt. Meine Facebook-Seite nennt sich da auf 4 Räder. Alternativ könnt ihr natürlich auch gerne das Video liken, wenn es euch gefallen hat, und den Kommentar dazu. Nur aber erst mal viel Spaß mit meinem Review. Die Geschichte der Baureihe A3 geht bei Audi sehr schon in die 90er zurück. Da hat Audi ein kleines Modell vorgestellt, damals erst nur als Dreitürer, was auch natürlich auch gegen die Produkte von Mercedes, die A-Klasse, bestehen sollte. Dann ging es weiter über eine weitere Generation bis zum neuen 8V. Der 8V wurde 2012 vorgestellt und basierte als erstes Auto des VW-Konzerns auf dem MQB. Was heißt MQB? Auf dem modularen Querbaukasten. Bei diesem MQB ist nur der Abstand zwischen vorderer Radmitte und Gaspedal ausgegangen. So hat die VW-Gruppe bei der Gestaltung ihrer Autos sehr großen Spielraum. Also der Baukasten kann bei sehr vielen Modellen eingesetzt werden. An der Seite sehen wir ansonsten eine sehr schöne gerade Linie. Wir sehen hier die schöne Tornado-Linie, die wirklich sehr fein ins Blech gepresst wurde. Und diese schön freistehende Also von außen ist der A3 8VA schon mal ein sehr schön anzusehendes Auto mit feinen Linien. Aber natürlich schauen wir uns wie immer den Wagen auch von innen an und starten den Motor. Dazu habe ich hier schon den Schlüssel in der Hand. Dies ist bei diesem Modell ein ganz normaler Klappschlüssel mit den typischen 3 Tasten, wie bei vielen Audi-Modellen. Wir drücken einmal auf Öffnen. Unser A3 fährt in der Ausstattungslinie Ambition vor und hat somit die Sportsitze serienmäßig. Diese wirken durch die farblich abgesetzten C-Elemente des Stoffbezugs Rally sehr sportlich und abwechslungsreich. Natürlich zeige ich euch auch beim A3, wie man im Auto dann sitzt. Man sitzt auf jeden Fall schon mal sehr schön. Ich habe eine sehr gute Unterstützung, habe ich schon mal beim Einsteigen bemerkt, an den Seiten und besonders auch hier oben an den Seitenwangen. Und die Sitze kann man natürlich vielfältig einstellen. Bei diesem Modell, das ist alles manuell einstellbar. Also hier seht ihr schon an der Seite die typische Höhe. Bei vielen VW-Audio-Modellen mit dieser Pumpe hier gelöst. Finde ich ganz gut. Dann haben wir hier an der Seite noch dieses schöne Steuerrad zum Verstellen der Rückenlehne. Wir können die Oberschenkelauflage ausziehen. Da ist hier so ein kleiner Griff. Da kann man ranziehen und ist hier ausgezogen. So fahre ich immer sehr gerne. Das gibt dem Bein nochmal ein bisschen mehr Unterstützung. Und wir können zudem noch die Neigung der Sitze einstellen. Das findet sich hier vorne. Da kann man auch das für eine Pumpe benutzen. Dann sind die Sitze anders geneigt. Nach dem Einsteigen fällt unser Blick beim A3 8V auf einen sehr flach gestalteten Armaturenträger. Das finde ich sehr besonders und auch wirklich sehr schön. Denn er baut sich nicht sonderlich groß von dem Fahrer auf. Aber sollen wir natürlich den Wagen starten. Dazu haben wir hier ein ganz normales Zündschloss. Da seht ihr es am besten. Da einmal Fuß mindestens auf die Kupplung. Ist ein Schalterfahrzeug diesmal. Und den Schlüssel einmal ins Zündschloss und drehen. Der hier gezeigte A3 hat den 2,0 Liter TDI unter der Haube. Dieser überträgt seine Kraft durch das 6-Gang-Getriebe bei unserem Modell über Quattro auf alle 4 Räder. Der Motor leistet 150 PS bei 3500 bis 4000 Umdrehungen pro Minute und hat ein Drehmoment von 340 Newtonmetern. Der A3 läuft damit 213 km/h Spitze. Es werden auch viele andere Motoren angeboten, neben diesem und Benzinern auch eine Erdgas- und eine Hybridversion. Wunderbar, der 2 Liter Diesel mit 150 PS läuft. Wie immer schauen wir uns die Wagen natürlich erstmal von draußen an. Dazu mache ich wie immer die Warmblinkanlage an. Wir machen das Licht an. Wie immer, bei der VW-Gruppe haben wir hier links den Lichtschalter. Der Wagen hat auch einen Lichtsensor, also die automatische Lichtstellung. Wir schalten aber mal das normale Abblendlicht ein und die vorderen Nebler dazu. Natürlich machen wir auch
das Fenster runter. Dazu haben wir hier links in der Tür die Fenstersteuerung. Alle vier Fenster fahren natürlich beim ersten Antippen automatisch runter. Hier vorne natürlich die Spiegelverstellung. Und hinten kann man beide Fenster getrennt sperren. Das finde ich eine sehr gute Sache. Wenn man zum Beispiel unterschiedliche alte Kinder mit hat, dann kann man nur die eine Seite sperren. Aber wir machen nur einmal das Fahrradfenster runter. Seit 1996 wurden bereits über 3 Millionen Audi A3 verkauft, was für den großen Erfolg des Premium-Angebotes aus Ingolstadt spricht. Das aktuelle Modell wird in den Ausstattungslinien Attraction, Ambiente und Ambition angeboten. Letztere wurde auch bei dem hier gezeigten Modell gewählt. Diese Ausstattungslinie soll den sportlichen Charakter des Audis unterstützen. Wesentliche Besonderheiten sind dabei die 17 Zoll Alufelgen, die Sportsitze und der serienmäßige Drive Select Wahlschalter. Zusätzlich hat unser A3 Sportback viele Extras verbaut. Dazu zählen unter anderem die Bixen und Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, das Navigationssystem MMI, die Vorder- und hintere Einparkhilfe sowie die abgedunkelten Seiten- und Heckscheiben ab der B-Säule. Für sportliche, noch ambitioniertere Fahrer bietet Audi die S-Line-Ausstattung und als Krönung natürlich den S3 und den RS3 an. Der Fahreindruck im A3 Sportback 2.0 TDI Quattro ist durchweg positiv. Zwar kann der Motor mit seinem Klangbild nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Diesel unter der Haube werkelt, doch er überrascht bei jedem Zwischensport mit dem kräftigen Schub von über 300 Newtonmeter. Dem Fahrzeug tut zudem sehr gut, dass dieses üppige Drehmoment nicht nur eine Achse verkraften muss, sondern die Kraft an alle vier Räder geleitet werden kann. Der kleine Audi fährt so auch in Kurven wie auf Schienen und lässt sich dabei durch nichts aus der Ruhe bringen. Durch das Schaltgetriebe sortieren sich die sechs Ringe sehr sorgfältig und es lässt so die S-Tronic-Automatik kaum vermissen. Dies ist jedoch für Freunde des Schaltenlassens, aber natürlich auch mit diesem Antrieb kombinierbar. Die Lenkung ist wie im VW-Konzern typisch sehr direkt und zugleich leichtgängig. So macht das Fahren auf der Landstraße genauso viel Spaß wie das Kurven durch die enge Innenstadt. Dabei verbraucht der Motor im gemischten Betrieb laut Audi nur 4,1 Liter auf 100 Kilometer im Mix. Auch wenn dieser Wert im Alltag mindestens um 1 Liter steigt, gehört der A3 besonders in dieser Kombination zu den sparsamsten Kompakten. So, von außen haben wir uns den A3 also schon mal angesehen. Für den Innenraumcheck mache ich natürlich das Fenster wieder zu, genauso wie die Warnblinkanlage aus. So. Euer Blick fiel sicherlich wie immer schon auf das schöne Lenkrad. Wir haben hier ein sehr sportliches Audi-Lenkrad, auch schon in dem normalen Dieselmodell, sage ich mal. Das ist unten abgeflacht und ansonsten auch sehr schön griffig. Ein sehr schönes Leder wurde verarbeitet, ist angenehm dick, also man kann da wunderbar mit fahren. Auf dem Lenkrad haben wir natürlich die Steuerung für den Bordcomputer einmal. Der ist hier einmal in der Mitte. Da haben wir hier die Steuerung mit Röllchentasten zum Durchdrücken einzelner Funktionen. Und auf der rechten Seite haben wir die Steuerung für das Multimedia-System, bei Audi Multimedia Interface MMI genannt. Da haben wir hier alle Funktionen wie Lautstärke, zum Beispiel Sprachsteuerung, Navigation und nochmal Favoriten. Den Tacho kann man im A3, wie ich finde, sehr gut ablesen. Die Zeiger sind rot beleuchtet und die Anzeige für die Wassertemperatur sowie für den Tank sind mit kleinen LEDs ausgestattet. In der Mitte haben wir natürlich das Herzstück, dieses schöne Audi FIS oder FIS genannt. Das nennt sich Fahrerinformationssystem und ist ähnlich wie das MFA, die Multifunktionsanzeige von VW. Die steuert man, wie ich schon gesagt habe, mit der linken Seite des Lenkrades. Da kann man hier alle Funktionen durchgehen. Wir haben diese vier Registerkarten. Von rechts gesehen Navigation, dann das Telefon, das Radio und der normale Bordcomputer. Den Bordcomputer kann man mit dem kleinen Röllchenrad hier durchgehen. Da sehen wir alle Funktionen, Durchschnittsgeschwindigkeit, gefahrene Kilometer, gefahrene Stunden, Verbrauch, Durchschnitts. Das war die Durchschnittsgeschwindigkeit,
Kilometer und noch viele weitere Funktionen. Darüber haben wir nochmal die Information des Start-Stopp-Systems, momentan deaktiviert ist. Ganz oben haben wir die Radioanzeige, welcher Sender gerade eingestellt ist. Unten haben wir nochmal den Kilometerstand und den Tageskilometerzähler daneben. Hinter dem Lenkrad, wie man es kennt, der Blinkerhebel und der Wischerhebel. Dazu haben wir noch einen dritten Hebel, das ist der Tempomat, der befindet sich hier unten links. Allgemein hatte ich ja schon eingangs erwähnt, das Cockpit sieht sehr flach aus. Das ist natürlich auch damit zustande gekommen, dass das Multimeter-Interface, also das der Bildschirm des MMI, versenkbar ist. Wenn das hier normal stehen würde, wie zum Beispiel bei BMW, dann würde es schon ein bisschen höher aufbauend aussehen. Aber so haben wir, auch wenn man es versenkt, wenn man die Bildschirm versenkt, wenn man nicht braucht, wirklich eine sehr flache Ansicht, die wenig vom Fahren ablenkt. Zur Qualität des Innenraums. Wir haben hier auf jeden Fall wunderbare Materialien. Hier oben ist alles aufgeschäumt, das fässt sich alles sehr gut an. Auch hier in der zweiten Reihe ist noch aufgeschäumt. Hier unten haben wir dann die härteren Materialien, die aber trotzdem sehr gut verarbeitet sind. Gerade dieses Griffelt hier sieht wieder ein bisschen aus wie Aluminium, geriffeltes Aluminium. Das sieht wirklich sehr gut aus. Auch das knarzt hier nicht. Das macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Hier unten in der Mittelkonsole befindet sich, mal von hinten nach vorne gesehen, einmal die elektrische Parkbremse. Also jeder Audi A3 8V hat auch eine automatische Parkbremse. Die kann man natürlich zum Anziehen einmal hochziehen und zum Loslassen einmal nach unten ziehen. Dahinter oder davor von euch aus gesehen liegt das Bedienfeld des MMI. Schön eingefasst hier auch in so einer schönen Chromoptik oder ich würde eher sagen Aluminiumoptik. Da haben wir ein schönes sichtbares Bedienfeld. Ich finde die Steuerung ja immer so am besten, wenn man das Display getrennt hat von der Bedienung, weil so kann man nochmal auf jeden Fall den Blick auf der Straße lassen oder zumindest in Sichtweite der Straße. Besser als wenn man immer auf dem Display direkt aktiv sein muss. Da haben wir einmal das Drehrad hier. Man könnte es vergleichen mit dem MMI von iDrive von BMW. Wir haben hier natürlich das MMI. Das MMI zeichnet sich immer dadurch aus, dass man auch vier zusätzliche Felder hier an der Seite hat, die quasi immer die Ecken des Displays sind. Wir haben hier oben so Kippschalter. Da kann man in die verschiedenen Modi wechseln. Einmal nach oben kann man die Navigation wechseln, dann löscht auch so eine kleine Lampe. Das werdet ihr jetzt am besten sehen, das ist der Telefonmodus. Auf der rechten Seite natürlich das Radio, wie man es kennt. Und drunter alle Multimedia-Funktionen. Hier drunter sind immer noch zwei Tasten. Einmal für das Menü und weg, da geht's zurück. Die Lautstärke regelt man hier an der Seite. Da kann man auch das System ein- und ausschalten und einen Titel weiter oder einen Titel zurückspringen. Und ich freue mich, dass ich euch endlich mal einen Schalter hier auch zeigen kann. Wir haben hier ein schönes 6-Gang Schaltgetriebe, das auch sehr direkt und hakelt nicht. Wir haben hier 6 Gänge und den Rückwärtsgang geht runter und nach vorne. Am Piep hört ihr, der Wagen hat eine Einparkhilfe. Vor dem Schalthebel haben wir hier nochmal zwei Cupholder, die auch schön mit Abstandshalter ausgeführt sind, so dass, wenn man Getränkeflaschen reinstellt, die auch nicht groß kippeln oder verrutschen können. Da vorne eine Ablage, die würde ich eigentlich wunderbar fürs Handy oder Portemonnaie nutzen. Die ist auch schön gummiert, da fällt nichts weg oder fällt nichts um. Hier haben wir nochmal einen 12-Volt-Anschluss. Der ist hier gerade so ein bisschen versteckt. Genau. Da ist natürlich kein Zigarettenentzünder, sondern nur ein beleuchteter 12-Volt-Anschluss. Eine Etage höher befindet sich beim A3 die Klimasteuerung. Die ist auch wirklich immer sehr schön eingefasst hier in so einem Aluminiumrahmen. Wir haben ganz normal simple Funktionen, die sehr gut zu bedienen sind, auch während der Fahrt. Wir haben natürlich eine Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer getrennt und dreistufig. Auf der rechten Seite nochmal. Dann haben wir hier die Temperatursteuerung. Das sieht man hier an dem kleinen Feld, wie man die Temperatur eingestellt hat. Natürlich auch für Fahrer und Beifahrer getrennt. Dann hat man verschiedene Funktionen der Klimaautomatik. Einmal hier die Maximalstellung, Umluftstellung, die Rearstellung für die beheizbare Heckscheibe. Dann nochmal die Steuerung für die Lüftungsintensität. So wäre aus. So haben wir jetzt auf 0. Mal einmal einmachen, haben wir einmal komplett ein. Ansonsten könnte man auch in den Automodus wechseln. Dann würde der Innenraum konstant auf 21,5 Grad gebracht werden. Natürlich die verschiedenen Zonen haben wir hier noch. Und da kann man die Klimaanlage komplett ausschalten. Darüber haben wir eine komplette Tastenleiste. Ich fange mal rechts an. Da haben wir einmal die Kontrollleuchte für den Airbag.
den man abschalten kann, den Beifahrer-Airbag, dann würde die leuchten, wenn er abgeschaltet wäre. Hier oben kann man das Display verstecken. Dann, wenn man nicht so sehen möchte, dass es auf dem Navi hat, dann kann man das Display etwas verstecken. Da links daneben kann man die ESP ausschalten. Hier ist ein Blinddeckel drin, da ist nichts. Da haben wir die Warnblinkanlage. Die haben wir eben schon benutzt. Nochmal zwei Blinddeckel. Dann hier einmal das Start-Stop-System. Das kann man darunter abschalten. Und den Drive-Select-Wahlschalter. Über Drive-Select kann man verschiedene Fahrmodi einstellen. Ich drücke das Ganze mal. Dann sieht man das hier auch im Zentraldisplay. Aber was ist natürlich das Prägnanteste im Innenraum des A3? Einmal das wunderschöne Multimeter-System hier oben. Ich bin einmal ins Hauptmenü gegangen. Jetzt zeige ich euch mal alle Funktionen. Fangen wir mal an der linken Seite an. Wir haben die Funktion Car. Da kann man nochmal die Audio Drive Select Funktionen alle sehen. Man kann die verschiedenen Modi einstellen. Effizient, Komfort, der Automatikmodus, Dynamik oder Individual. Über Individual kann man dann auf der rechten Seite verschiedene Modi durchgehen. Wir haben hier einmal, wie der Motor ansprechen soll und wie die Lenkung ansprechen soll. Man kann das von automatisch hier auf Komfort, Dynamik stellen. Das muss man sich dann selbst beim Fahren rausfinden, was da das Beste ist. Ich würde nehmen für die Start eventuell die Lenkung in den Modus Komfort, sodass es auch ein bisschen leichtgängiger ist. Auf der Autobahn vielleicht eher Dynamik. Okay. Gut, gehen wir nochmal ins Hauptmenü zurück. Dann haben wir den nächsten Punkt Telefon. Da seht ihr leider jetzt nicht viel, weil das Telefon nicht verbunden ist. Ansonsten kann man natürlich auch über den A3 wunderbar telefonieren. Man hat eine sehr klare Verständigung und eine sehr gute Steuerung über das große Zentraldisplay. Der nächste Punkt umfasst die Navigation. Da ist leider kein Navigationsdatenträger eingelegt, das wäre eine SD-Karte. Der nächste Punkt, das Multimedia. Wir haben einmal in dem Fahrzeug auch die Schnittstelle für verschiedene SD-Karten, die zeige ich gleich nochmal. Und in der Mittelarmlehne oder unter der Mittelarmlehne haben wir zudem nochmal einen Konnektor, wo man auch einen USB-Stick anschließen kann. Die kann man hier drüber unter Quelle wählen. Über Radio haben wir natürlich die ganz normale Radiofunktion. Man hat auch ein sehr gutes Multimeter-System, finde ich hier, auch gut mit den Lautsprechern ausgebaut. Man kann hier natürlich alle verschiedenen Sender durchgehen und sich auch abspeichern. Das nur als kleiner Test. So. Und wir haben natürlich die Toneinstellung. Damit kann man das gute System noch mal ein bisschen verfeinern, so wie man es gerne möchte. Gala ist zum Beispiel die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke-Regelung. Also uns im Ballungsfahrer Höhen, Bässe, den Subwoofer kann man umstellen und die Systeme noch mal anders einstellen. Diese ganzen Punkte hier von dem Menü kann man natürlich auch über die vier Kurzwahltasten erreichen, die ich euch eben schon mal gezeigt habe. So, was hat der A3 im Innenraum noch zu bieten? Hier hinter haben wir nochmal eine schöne Armlehne, die auch wie gesagt hier den Konnektor beinhaltet für das Multimeter-System und ansonsten ein schönes Staufach, was auch gummiert ist. Man kann die Lehne auch in der Weite verstellen, so wie man es gerne haben möchte. Hier an der Seite haben wir das kleine Quattro-Badge. Wir haben hier den A3 als Quattro-Version. Darunter immer schön eine durchgehende silberne Leiste. Finde ich sehr schick gemacht. Auch die Lüftungsdüsen finde ich übrigens sehr ansprechend. Sieht ein bisschen turbinenartig aus. Das sieht wirklich sehr schön aus. Im Handschuhfach möchte ich euch noch zeigen. Da haben wir hier einmal die Verstellung für den abschaltbaren Beifahrer-Airbag. Und das Herzstück des Multimeter-Systems. Mit den zwei SD-Karteneingängen und einem CD-Slot. Ansonsten ist hier oben noch der normale Innenspiegel. Der ist hier manuell dimmbar. Schön rund ausgeformt und man sieht die komplette Scheibe hinten. Darüber haben wir einmal die Lichtsteuerung. Ich hoffe, ihr seht das jetzt ein bisschen. Vielleicht seht ihr das besser, wenn ich gerade mal Licht anmache. Wir haben hier die Leseleuchte für den Fahrer. Dann die komplette Beleuchtung einschalten, dann die Beleuchtung mit Tür einschalten, also wenn die Türen aufgehen, geht das Licht an und die Leseleuchte für den Beifahrer. Darüber haben wir einmal nochmal
die Mikrofone für das Multimedia-System. Der Dachhimmel, den seht ihr sicherlich schon, der ist schön in schwarz gehalten, wirkt also auch sehr schön elegant. Das war's von der vorderen Sitzreihe des Audi A3. Wie unsere Mitfahrer hinten mitreisen können, schauen wir uns jetzt mal an. Angekommen in der hinteren Sitzreihe des A3. Wie sitzt es sich hier? Ich finde, es sitzt sich auf jeden Fall sehr bequem. Wir haben die Sitze noch mal etwas verlängert, die Sitzbank, durch den kleinen grauen Streifen, der hier noch mal rausgeht. Das finde ich sehr gut. Vom Beinraum ist es gerade ausreichend. Der Beifahrersitz ist öffentlich eingestellt. Es ist nicht riesig, aber auch für eine längere Tour würde ich ja nicht klagen. Der Kofferraum ist sehr gut. Dadurch, dass der Dachverlauf doch recht gerade ist, hat man da einen guten genug Platz. Wir haben hier an der Seite nochmal so eine schöne silberne Leiste angebracht. Der Türöffner ist noch Chrom ausgeführt und natürlich noch der Fensterheber hier eingelassen. Dann haben wir hier nochmal so ein Zeitungsnetz oder Kartennetz, wie man es auch immer mag. Da kann man nochmal verschiedene Sachen ablegen. Hier in der Mitte haben wir nochmal einen Zigarettenanzünder und natürlich auch 12 Volt nutzbar. Darüber haben wir dann einmal noch die Lüftungssteuerung in Form von zwei Lüftungsdüsen, die man komplett verschließen kann oder öffnen kann. Und wie viel Platz hat im Audi A3 Sportback das Gepäck? Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe hier gerade mein Kameraequipment abgelegt, aber es würde trotzdem noch viel mehr reinpassen. Der Kofferraum ist schön ausgekleidet mit so einem sehr schönen weichen Teppich und man kann zum Erweitern des Kofferraums natürlich noch die Rücksitzlehne umklappen. Normalerweise fasst der Kofferraum des A3 Sportback 380 bis 1220 Liter. Bei der Quattro-Version sind es aber konstruktionsbedingt 40 Liter weniger.